Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren JTE Business Video mit Jasmin. Hallo. Und mir, dem Vito. Wir hatten uns ja neulich schon mal drüber unterhalten, wie eine Einstellung aus der Sicht des Arbeitgebers abläuft, beziehungsweise ein Bewerbungsverfahren. Und heute machen wir das mal aus Sicht des Arbeitnehmers, sprich des Bewerbers. Genau, wir haben das jetzt so ein bisschen teilweise schon ineinander verflochten, weil das komplett auseinandersplitten ist halt schwierig. Ja, also einige Beispiele werden jetzt bekannt vorkommen, das hast du auch schon im letzten Video, ja, und so. Also nicht wundern an der Stelle, aber wir drehen jetzt den Spieß einfach mal um. Genau. So, und zwar, jede Initiativbewerbung ist ein Glücksspiel. Was ist damit gemeint? Sie wissen nicht, ob die überhaupt eine Stelle zu offen haben und einen suchen. Sie schicken einfach mal hin, in der Hoffnung, na, vielleicht brauchen die mich. Vielleicht gefalle ich denen ja auch so gut, dass sie mich trotzdem nehmen, obwohl sie eigentlich keinen brauchen. Ja, das ist so ihre stille Hoffnung. Mensch, vielleicht klappt's ja. Das redet sich jeder an. Dann gehen sie auf die Website, wenn die eine haben, und dann suchen sie bei Karriere. Ach, wenden sie sich an, das ist die Abteilung, dann schicken sie ihre Bewerbung hin. Die gucken bei sich nach, ist gerade eine offene Stelle, nö, kriegen sie eine Absage, Pech gehabt, Schon blöd. Wie erhöhe ich denn jetzt die Chance, dass es eventuell doch klappt? Mit einem Trick. Und zwar, natürlich weiß die HR-Abteilung nur von den offenen Stellen, wenn denen das gesagt wird. Und wenn die gerade keine sehen, ist für die der Fall klar. Da ist nichts zu holen, sind alle glücklich und in ihrem Job und alles besetzt und fertig. Sie wissen aber gar nicht, ob nicht vielleicht der Abteilung, der Fachabteilungsleiter von dem Bereich, für den Sie sich bewerben wollen, nicht vielleicht gerade unglücklich mit einem der Kollegen ist, der vielleicht schon innerlich gekündigt hat. Weil es gibt so eine schöne Statistik, ich suche die gerade mal die raus. Da unten. 15% der Angestellten haben tatsächlich Spaß bei ihrer Arbeit. 85% machen den Job einigermaßen okay und ein bisschen missmutig, und von diesen 85% haben 15 bereits innerlich gekündigt. 15%? 15%, ja, also nicht Personen, sondern 15% von denen. So, natürlich weiß das der Fachabteilungsleiter, wer von denen schon innerlich gekündigt hat. Die Person hat aber noch nicht gekündigt. Und weil die noch nicht gekündigt hat oder noch nicht rausgeschmissen wurde, weiß die HR-Abteilung nicht, Mensch, da ist eine potenzielle Stelle offen. Deswegen voll der Trick. Rufen Sie ruhig mal bei der Firma an, selbst wenn Sie die Personalabteilung dran haben, spielt keine Rolle, und fragen Sie mal nach, wer denn der richtige Ansprechpartner für diesen Fachbereich ist. Und wenn Sie da einen Namen haben, versuchen Sie auch mal mindestens eine E-Mail-Adresse, lieber vielleicht sogar eine Telefonnummer rauszukitzeln, so aus dem Kreuz zu leiern, und machen Sie dann mit diesem Fachabteilungsleiter den Kontakt. Kommt tausendmal besser. Und vor allen Dingen, wenn Ihre Bewerbung wirklich was hermacht, dass Ihre Qualifikationen wirklich super sind und der eben wirklich gerade Bauchschmerzen hat mit einem, dann bleiben Sie zumindest bei demjenigen im Hinterkopf. So nach dem Motto, Mensch, da hatte ich doch noch einen. Okay, wenn jetzt Herr Müller nächste Woche geht oder seine Kündigung abgibt, dann Kündigungsschutz von 2 Monaten, dann bräuchte ich einen, bis die Abteilung mir einen liefert, dann gehen 3 bis 4 Wochen ins Land, dann weiß ich nicht, ob oder ob nicht. Mich startet doch neulich einer. Ich suche noch mal die E-Mail raus, weil dann können wir das vielleicht alles nahtlos machen. Viel besser, als wenn sie da ein Glücksspiel machen. Du bist schon wieder anderer Meinung. Ich bin schon wieder anderer Meinung, weil das würde direkt gegen den Prozess vom obersten Chef verstoßen, dass Bewerbungen gefälligst über die HR gemacht werden und nicht hintenrum. Klar, man kann es mal versuchen, toll, 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 erstmal damit den Fachabteilungsleiter rauszufinden und an den ranzukommen. Das wird schon sportlich, weil gerade die Durchwahlnummern und dergleichen in Firmen eben nicht offen rumliegen. Da haben Sie schon mal was zu tun. Wenn Sie das schaffen, herzlichen Glückwunsch. Und dann dem auch noch einzureden, dass Sie auf eine Initiative aus sind. Der wird nämlich, glaube ich, auch sehr oft sagen, wenden Sie sich an die Personalabteilung. Die sagen Ihnen schon, wenn Stellen offen sind. Wenn das weil so ist, an der Stelle Pech gehabt. Der hat nämlich auch gar nicht das Budget, einfach so Leute einzustellen direkt. Und der darf auch gar nicht einstellen. Einstellen darf nur die HR. Der führt dann zwar die Gespräche und alles und entscheidet letztendlich, aber das Verfahren macht immer noch die HR. Deshalb hat man sie ja. Ja, aber trotzdem, wenn man sich gleich an die HR und nur an die HR wendet, weiß man eben nicht, ob nicht vielleicht nächste Woche doch eine Stelle frei ist. Immer wieder nachfragen. Und so erhöht...
ja, entweder, wie werden sie mich los? Entweder mit einem Arbeitsvertrag oder mit einer einstweiligen Verfügung. So kann man es natürlich auch machen. Ne? Man kann den Spieß allerdings auch ein bisschen umdrehen und das Gehirn von dem anderen, insbesondere die Erinnerungen, an einen selber für sich positiv arbeiten lassen, indem man ihm einen positiven Eindruck hinterlässt. Genau. Dass das eventuell, wenn es dann soweit ist, nochmal triggert. Sonst, oder Mensch, da war doch mal was. Mensch, suchen Sie mir doch mal die Bewerbung von dem raus. Haben wir nicht mehr. Ja, wenn sie geschreddert haben oder zurückgeschickt haben, ist natürlich doof, aber wenn es per E-Mail kam, ja, aha, E-Mail, wird sie eigentlich nicht vernichtet, weil dann landet sie auf dem Server und wird archiviert, weil das ist Pflicht. Ja. 10 Jahre lang musst du so ein Mist nämlich aufheben. Bewerbungsdaten? Muss den ganzen Krempel, muss 10 Jahre lückenlos nachvollziehbar sein. Auch bei einer reinen Absage. Wir haben gerade keine Stelle offen, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie auch nicht an. Man weiß nicht, wie blöd es kommt. Ja, kann sein, aber dass sie wirklich dann in ihrem Serverarchiv fühlen, da müssen sie schon sehr toll finden. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, bei Initiativbewerbungen Output erhöhen, erhöht die Erfolgschancen, das so. Irgendeiner sagt, aber schmeißen sie nicht 200 Bewerbungen mit einmal raus, dann verlieren sie selber den Überblick. Vor allem machen sie dann spätestens ab Bewerbung Nummer 60, machen sie das nur noch lieblos und ach ja, hier Baukastenprinzip, hier schon. Copy and paste. Zack und raus damit. Hauptsache, ich habe den Kram weg. Und genauso lieblos werden die dann auch bearbeitet und kommen abgelehnt zurück, obwohl es vielleicht hätte passen können, wenn sie sich ein bisschen konzentrierter auf die Stelle beworben haben. Deswegen, Initiativbewerbung an sich eine tolle Idee, aber also nicht mit so sehr viel Zeit verbunden. Zeit vor allen Dingen am besten auch nur an Unternehmen, wo sie wirklich hinwollen. Nicht irgendwas, wo sie meinen, die müssten mich eigentlich nehmen vom Interesse, sondern nur, wo sie hinwollen. Zum Beispiel bei Google kann man sich sehr schön initiativ bewerben. Ja. Wie könnte man denn sowas jetzt zum Beispiel anstellen, dass man die Person jetzt, also den Fachabteilungsleiter, direkt anspricht? Das ist ein bisschen mit Detektivarbeit, hätte ich jetzt was gesagt. Doch, das stimmt schon. Wenn sie den Namen rausgefunden haben. Ja, meinetwegen die E-Mail-Adresse nicht, hat ihnen nicht gegeben, aber sie haben die Namen. So, und dann gucken sie mal in den sozialen Netzwerken, ich sage jetzt nicht einfach nur Facebook oder so, sondern LinkedIn, Xing, weiß der Kuckuck was, viele von denen sind da halt vertreten. Und dann schreiben sie ihnen einfach mal an, sowas wie, lieber Herr XY, ich habe gesehen, Sie sind Spezialist für die Tätigkeit X und machen da ganz spannende Sachen drin. Ja, ich möchte mich beruflich sowieso verändern und interessiere mich auch sehr für diese Tätigkeiten. Können wir uns mal näher dazu austauschen? An wen kann ich mich denn diesbezüglich wenden? Zum Beispiel, wenn er sagt, ausschließlich über die HR-Abteilung. Dann wissen Sie, okay, ausschließlich über die HR-Abteilung. Wenn er jetzt dann aber sagt, eigentlich über die HR-Abteilung, aber Sie können es auch meiner Sekretärin direkt schicken. Sind Sie schon mal beim Vorzimmerdrachen gelandet, aber haben die erste Hürde quasi übersprungen. Genau. Und dann so kann man es auch machen, führt öfter zum Erfolg, als wenn sie es immer nur an die Hauptstelle schicken, so wie jeder Postbote immer nur in Briefkasten schmeißt. Versuchen können sie es auf jeden Fall. Die Erfolgschancen sind halt fraglich. Wichtig, ja, an der Stelle auch nicht um den heißen Brei reden, auch Sie als Bewerber, ja, klipp und klar, eindeutig, was Sie suchen, was Sie können, was Sie von dem Job erwarten und sagen Sie ruhig auch Ihre Gehaltsvorstellungen. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie sagen, naja, Gehalt, also die Zahl selber ist jetzt nicht so wichtig, aber ein angemessenes Gehalt wäre schön. So, und dann sagt der Chef nachher Ihnen, ja, wir stellen Sie ja ein für 30.000 Jahresbrutto. Und Sie nennen, das ist angemessen für Sie. Ja. Das stimmt ja vor und hinten nicht. Ja, woher soll der denn wissen, was für Sie angemessen ist? Ja, vermeiden Sie also so eine Weichmacher, so eine Konjunktive, so eine schwammigen Aussagen. Lieber klipp und klar, Fakten auf Tisch, auch wenn es vielleicht ein bisschen brastig wirkt teilweise und sagen, ach, kann ich das machen? Bei den Fakten nicht so, das ist schon. Ja, es freuen sich beide Seiten, wenn keine Missverständnisse entstehen. Genau. Ist das wichtig? Es ist auch nur ein Mensch. Genau. Wenn der fähige Leute sucht, dann ist der nicht sauer, wenn sie da an einer Stelle vielleicht ein bisschen brastig waren, wenn sie die perfekte Person sind. Genau. Wenn sie passen, dann nehmen die sie schon. So, bei Social Media, ja, bei diesen sozialen Netzwerken, Hashtag Neuland und so. Je aussagekräftiger ihr Profil ist, auch mit jeder Menge Fachbeispielen, desto besser. Das heißt also, wenn sie jetzt einfach nur ein Profil haben, sie haben sich noch nicht beworben, aber ich sage jetzt mal, viele Firmen und so gucken ja auch mal, wir sind auf dem Markt gerade an Personal verfügbar
und die stoßen da auf ein Profil und da steht nur drei Fakten drin und das war's. Blöd. Da sind sie gleich wieder runter vom Radar, der surft weiter. Wenn sie da aber erstmal viele interessante Dinge drinstehen haben und auch an sich viele Daten und Fakten, ja, dann wird die Person länger auf ihrem Profil bleiben. Je länger sie auf ihrem Profil bleibt, desto mehr Daten werden erstmal verarbeitet im Gehirn. Und je mehr verarbeitet werden im Gehirn, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hängen bleibt. Ja. Deshalb machen sie verschiedene Fotos von sich, professionelle. Also nicht ich neulich beim FKK-Urlaub auf Rügen. Sowas bitte nicht. Aber ordentliche Bewerbungsfotos oder ordentliche Fotos von sich, von ihnen an ihrem alten Arbeitsblatt oder dergleichen. Dann sehen die Leute auch, wie sie arbeiten. Wenn sie da rumsitzen wie ein hingeschissenes Fragezeichen, dann solche Fotos vielleicht nicht. Aber wenn sie da gerade jung und kräftig und strahlend reinkommen, haha, solche Fotos können sie hochladen. Und als ganz großer Tipp, laden Sie dort jedes Zertifikat hoch, was Sie kriegen können. Genau, Fleisch an die Knochen. Jemals gemacht haben. Nicht einfach nur schreiben, ich bin Fachinformatiker, Systemintegration, sondern ich habe auch den Lehrgang und das Zertifikat und das Zertifikat. Selbst wenn das nur beim alten Arbeitgeber intern war, kleben Sie alles mit dran. Da steht schon meistens dran, um was es eigentlich geht im Zertifikat. Und das hilft Ihnen, auch wenn es keine offiziellen sind, wie jetzt der Microsoft System Engineer oder so, ein CCNA, ein Cisco Certified Fuzzi, hängen Sie es dran, kann helfen. Sobald Sie natürlich sowas von unabhängigen Instituten haben, Institutionen, oder von großen Konzernen da offizielle Scheine gemacht haben, sind die absolut Pflicht. Ja, also halten Sie mit nichts hinterm Berg. Alles ran. Je mehr Sie wissen und je mehr Sie gemacht haben, desto interessanter wird Ihr Profil. Bei genau. Thema Bildern, ja, wollte ich noch eine Ergänzung geben. Also klar, das Profilbild, das erste, was quasi den Besucher anspringt, sollte natürlich das professionellste sein. Also das darf auch ruhig das sein, was Sie in Ihrer Bewerbung haben. Genau, und dann, wenn Sie jetzt halt mehrere Galerien haben, dann die erste Galerie sind dann halt noch so semi-professionelle Bilder. Meinetwegen auch Familienbild mit rein, ja, solange es nicht zu gekünstelt, aber auch nicht zu freizeitlich wirkt. Und wenn Sie zum Beispiel sich für Solartechnik, ja, bleiben wir mal wieder bei dem Beispiel, ne, für Solartechnik und so interessieren und Sie bauen zum Beispiel privat an Solarautos bei irgendeinem Projekt mit, dann können Sie ruhig eine eigene Galerie machen, das wo fotografiert wird, wie Sie gerade an so einem Auto basteln oder sich gerade wie ein Schneekönig freuen, weil Sie schneller waren als die Konkurrenz mit Ihrer Kiste. Aber es muss zum Beruf passen. Genau, solange es zum Beruf passt, ist alles okay. Was jetzt zum Beispiel ein bisschen ungünstig wäre, wenn jemand, ich sag mal, eine zuverlässige Person sucht, die immer da ist, und sie stellen da Fotos rein, wie sie gerade Freeclimbing machen. Das kommt ungünstig und auch bei den Familienfotos. Da wird ja gerne mal so in vertrauter Runde auf den Kaffeetisch gefilmt oder fotografiert. Wenn die zuverlässige Personen suchen, passen sie auf, dass da keine Schnapsflaschen draufstehen. Oder Oma ihren Kräuterlikör gerade weggeräumt hat und auch nichts im Hintergrund steht. Also auch da Vorsicht bei der Fotoauswahl. Genau, wie Sie da gerade vor beim eigenen Häuschen im grünen Garten bei Sommersonnenschein den Hund knuddeln, ist okay, solange man nicht unbedingt die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale von dem Hund sieht. Genau. Aber, oder sowas geht, ja, oder wie Sie gerade mit Ihrem Kind rumtollen. Auch das geht noch. Mal, nicht ganze Galerien. Nee, das nicht. Ja. Der 6. Geburtstag meines Kindes, der 7. Geburtstag, der 8., 9., 10., 11., 12., und hier, also, ich meinen Hund einschläfern muss. Nein, so nicht. Genau. So. Hund einschläfern. Neuen Hund holen. Neuen Hund einschläfern. Nächsten Hund holen. Auch das nicht unbedingt. Also überladen Sie es nicht. Genau. Noch ein Tipp, wenn Sie online suchen auf den Plattformen. Sie haben eine gewisse Vorstellung, wie Ihr Job sein soll. Sprich, wenn Sie sich damit schon auskennen in dem Job, haben Sie auch die Keywords im Hinterkopf. Ja? Also die Schlüsselwörter, nach denen man suchen muss. Die semantischen Suchen von den Jobbörsen sind inzwischen relativ gut, dass sie also wissen, okay, IT, ja, Systemintegration und Programmierer können sich eventuell überschneiden, ja, oder Netzwerktechniker könnte sich überschneiden. Das nehme ich mal mit rein als Suchbegriff in der Datenbank. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass sie das alle machen. Das heißt also, wenn sie wissen, okay, das habe ich früher auch gemacht, es war okay, kann mit rein, muss aber nicht, nehmen Sie den Punkt auch an die Suchkategorie mit rein. Aber nur dann, wenn Sie sich auch vorstellen können, wieder als sowas zu arbeiten. Nee, dass das sowas mit in Ihrem Job mit drin ist. Nicht ausschließlich, klar, genau. Logisch. Aber dass sowas eben
ein Bestandteil von Ihrem Job ist. Nehmen Sie den Suchbegriff ruhig mit rein. Die Leute, die nach solchen Suchbegriffen suchen, die suchen primär diesen Suchbegriff und nicht einen, der das auch mal gemacht hat. Ja, und jetzt, das bliebe noch zu ergänzen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den wir schon im letzten Video erwähnt haben, nur jetzt halt von der anderen Seite. Je mehr Informationen im Profil drinstehen, desto besser ist es. Was auch noch sehr interessant ist, ist, wenn Sie zum Beispiel bei anderen Profilen oder bei, naja, vielleicht politischen Ereignissen nicht unbedingt, weil Politik, Gehalt und Religion ist ein ganz heißes Eisen. Absolut nichts. Dass Sie zum Beispiel, also meinetwegen irgendein Selbstständiger hat Probleme und schreibt das damit rein, ja, letztes Jahr das und das und da in China und das ging voll nach hinten los und so weiter. Und Sie haben da tolle Ideen, weil Sie kreativ waren und so eine Situation schon mal hatten, dass Sie da halt Tipps geben und so weiter. Ja, das sind dann so Blogs in Anführungsstrichen, ja, das geht halt bei einigen. Wenn Sie halt bloggen und das auch gut erkennbar ist von Ihrem Profil aus, dass Sie da und da was gebloggt haben, dann wird das auch gar nicht mal so selten wahrscheinlich gelesen, insbesondere wenn es intelligente Kommentare waren und nicht alles, oh, scheiße, ja, gibt sowieso viel zu viel Ausland auf der Welt, ja, sowas nicht, ja, sondern dass das schon Hand und Fuß hat. Dann kann es durchaus sein, dass das zum Beispiel viele lesen, aber nicht kommentieren. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie viele Leute lesen das. Und irgendwann schreibt sie einer mal an, ja, ich verfolge Ihren Blog seit ein paar Jahren. Und sie, ach, oh, echt jetzt? Ja. Also Internetpräsenz an der Stelle, ja, oder auch Podcasts oder Videos bei YouTube, erhöhen so die Bekanntheit und damit auch die Chance, dass andere Personen auf einen aufmerksam werden und eventuell sich so an sie wenden. Ja, also, da keine falsche Scheu und nicht denken, oh, liest da sowieso keiner. Seien Sie aber auch da wieder vorsichtig, mit was Sie die Aufmerksamkeit suchen. Wenn Sie einen Job in einer oberen Bundesbehörde wollen, geben Sie nicht unbedingt Ihren Bondage-YouTube-Kanal als Referenz für sich an. Ja, so viel dazu. Also wir wissen, haben jetzt zum Beispiel 5 Abonnenten auf diesem Kanal. Genau. Zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt aber nicht, dass nur diese 5 Abonnenten unsere Videos gucken. Das können auch 50.000 sein. Wir wissen es nicht. Die Dunkelziffer ist groß an der Stelle und genau ist es andersrum. Also gehen Sie nicht nach Abonnenten, gehen Sie nach den View-Zahlen Ihrer Videos. Die werden ja auch angezeigt, wenn Sie schon so unterwegs sind. Und auch bei Podcast-Seiten können Sie ja zum Beispiel die Abrufzahlen oder die Hits auf Ihrer Podcast-Seite und der Unterseiten gerne auch mal einsehen. Und analysieren Sie das und sobald Sie da ordentlich Reichweite haben, machen Sie es. Bleiben Sie sich aber treu, sagen Sie nicht jetzt, oh ja, Clickbaiting ist super Sache, ich brauche mehr Hits, ja, und jetzt fange ich nur noch an, über Bibi Schminkstipps mich zu unterhalten, weil dann kriege ich mehr Klicks. Bleiben Sie sich treu, wenn Sie der Meinung sind, das ist wichtig für mein Leben, für meine Karriere, dann mit rein. Wenn Sie sagen, nee, das passt jetzt nicht dazu, das würde ich nur privat einfach so mal raushauen, um den eins reinzuwirken, dann lassen Sie es sein oder machen Sie mit einem anderen Account. Also wie gesagt, bei Social Media und sowas, es kommt sehr auf den Arbeitgeber an. Bei einer jungen, dynamischen PR-Agentur oder irgendeinem Medienhaus kann man das so schon mal machen. Quasi die extrovertierte Variante fahren. Bei einer oberen Bundesbehörde wäre ich da konservativer. Was auch noch gut kommt, wenn Sie zum Beispiel Vorträge mal gehalten haben, egal jetzt auf einer Wiesenbühne, ja, also irgendwelche Fachvorträge, ja, oder halt im richtigen Hörsaal, und es existieren Videos dazu. Die mit verlinken. Dann verlinken Sie die auch. Die gehören auch mit auf das Profil drauf. Wenn Sie die Rechte daran haben und dürfen. Gerade bei Vorträgen an Universitäten ist es gerne mal so, speziell wenn das Teil Ihres Studiums war, dass die Universität das einkassiert hat. Ja, an der Stelle müssen Sie erstmal fragen, darf ich das verlinken? Und dann ist das mit dem eigentlichen Eigentümer dann abklären. Und dann steht ihm auch nichts im Weg. Weil nichts ist schlimmer, wenn Sie irgendwie zum Beispiel in einem Mädchenhaus oder einer, ich sag mal, altmodischen Plattenfirma oder einem Music-Label unterwegs sind und haben gleich zur Bewerbung mal eine Urheberrechtsverletzung begangen. Das bricht zwar ungeheuer das Eis, aber naja, da können Sie Ihre Bewerbung auch noch daheim schreddern, da sparen Sie das Porto. Warum wollen Sie denn mit uns anfangen? Ja, ich brauche Geld. Wofür denn das? Ja, für die Rechtsanwaltskosten, für den Urheberrechtsverletzung. Genau. Die Abmahnung, die dann nur nicht einflatterte. Genau, die ich bekommen habe, weil ich hier Videos mit hochgeladen habe, um mich bei Ihnen zu bewerben. Ach, und da wollen Sie das Geld von uns? Ja. Das dachte ich schon. Ja. So war das geplant. Rechtsschutzversicherung ist jetzt ein bisschen spät. Genau. Ja, also wie gesagt, vorsichtig sein, wo auch aufpassen, wo Sie sich da bewerben und dementsprechend das Ganze anpassen. Genau, kommen wir mal zu einem Punkt, wenn Sie jetzt sagen, ja, eigentlich schon, ein paar tolle Tipps sind dabei, aber so irgendwie so, ich weiß nicht, also eigentlich würde ich gerne eine Veränderung haben, aber soll ich jetzt wirklich kündigen?
der Job jetzt, okay, der geht mir ziemlich auf den Keks, aber so groß ist das Leid noch nicht. Die Schmerzen, die ich jetzt ertragen muss im Job, die sind noch aushaltbar. Soll ich das wirklich machen? Oder, ich das weiß nicht. Das haben wir aber schon mal in einem Video erklärt, dass die Leute sich viel über ihre schlechte Situation schönreden, was das ja wohl wäre, als wirklich den Mut zur Veränderung zu haben. Genau. Denn das Gehirn hat vor nichts mehr Angst als vor Veränderung. Genau, also eine Veränderung ist immer hinzu und oder weg von. Genau. Ja, also entweder weg von Schmerz oder hin zur Verbesserung. Genau. So, und das heißt, also als erstes sollten Sie sich erstmal überlegen, wenn Sie schlecht drauf sind in Ihrem Job, ist der Hauptdowner, nenne ich das jetzt mal, der Hauptgrund, der Sie runterzieht. Ist das wirklich der Job? Ist das eventuell eine Person während der Arbeit, also im Job? Ist es Ihre Familie? Ist es das Auto vom Nachbarn? Oder ist es das schlechte Wetter? Ist es vielleicht auch nur der Weg zum Job? Genau, also ganz wichtig, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ich jetzt kündigen sollte oder nicht, ja, überlegen Sie erstmal, liegt es wirklich explizit an dem Job? Es kann zum Beispiel sein, dass sich zwei Kollegen gehen Ihnen auf den Keks und Ihr Vorgesetzter ist eine Flachpfeife. Und Sie haben so einen Hals, wenn Sie morgens im Büro müssen. Dann reicht es vielleicht, wenn Sie sich intern einfach nur auf eine andere Stelle bewerben, dann sind Sie die Leute los. Genau. Dann sind Sie schon wieder happy. Das kann sein, wenn Sie jetzt sagen, um Gottes Willen, der Job an sich ist, also der ganze Laden, ja, das haben jetzt irgendwelche Heuschrecken übernommen, diesen Laden, und der Chef ist sowieso eine Knalltüte, der will einfach nur Kohle abschöpfen und danach geht er sowieso hier in die Bahamas und hier geht es eh die Bach runter, ja? Ja, dann brauchen Sie auch nicht intern bewerben. Dann ist klar, woran es liegt, dann wissen Sie, Sie wollen weg von dieser Firma. Und dann als nächstes, wenn Sie sich darüber klar geworden sind und festgestellt haben, ja, es liegt an der Firma und nicht nur an diesem einzelnen Posten, wo wollen Sie denn hin? Dass Sie sich darüber mal einen Gedanken machen und sagen, also okay, möchte ich was komplett anderes oder möchte ich einen Job, der so ähnlich ist? Bei was komplett anderem stellt sich zuerst die Frage, kann ich überhaupt was komplett anderes? Ja, das kommt dann nach. Habe ich irgendwelche Qualifikationen dafür? Also kann zum Beispiel sein, die machen die ganze Zeit Buchhaltung. Ja. So, aber eigentlich, weiß ich nicht, können Sie wunderbar programmieren. Dann wären jetzt zum Beispiel ein Programmiererjob bei, ich sag's mal, Spielebude oder so vielleicht genau das Richtige für Sie. Dann wäre es was komplett anderes. Oder noch besser auch bei einer Firma, die Buchhaltungssoftware herstellt. Für die sind Sie nämlich der Gewinn. Sie haben Ahnung von Buchhaltung und vom Programmieren. Zum Beispiel, also dass Sie da sich dann halt immer wieder die Frage stellen, was will ich eigentlich genau? Was muss der Job alles für Anforderungen erfüllen, damit ich ihn mache? Also zum Beispiel, ganz wichtig ist Weg. Ja? Wenn Sie jetzt also zum Beispiel sagen, also mein jetziger Arbeitsweg sind 15 Minuten mit dem Auto. Ja? Ich möchte jetzt im Umkreis von 30 Kilometern eine neue Stelle haben. Und Sie wohnen auf dem Land, gucken auf die Karte und im Umkreis von 30 Kilometern hast du zwei Friseure, einen Bäcker und ansonsten noch drei Bauernhöfe. Tja, dann sollten Sie mal überlegen, in die große, böse Stadt zu ziehen. Genau, ist denn vielleicht ein Umzug nicht erstmal das Primäre, was man angehen sollte? Oder könnte man nicht über einen Umzug eventuell nachdenken, um sich beruflich zu verbessern, eventuell dann auch finanziell zu verbessern? Problem ist nur, dann sind Sie wahrscheinlich auch Ihren alten Job los, weil es da zu dem schaffen Sie es dann ja auch nicht mehr. Genau, also die Abhängigkeiten quasi vor Augen führen und klar machen. So, was habe ich hier denn noch notiert? Also wenn Sie eine Fachkraft sind, nicht davon ausgehen, naja, die Jobs sind eh alle vergeben und die Stellen, die offen sind, das sind nur noch für sich Friseur, Müllabfuhr und, weiß ich nicht, Straßenkehrer. Ja. Nee, es herrscht nach wie vor ein Fachkräftemangel, auch in Deutschland. Und der wird so schnell nicht gesättigt werden, weil diese Fachkräfte in der Regel nicht richtig gefunden werden. Weil insbesondere, wenn Sie so intrinsische Leute, also Jobs für typisch intrinsische Leute, Programmierer, ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel, beschäftigen Sie sich mal mit ein paar Programmierern und fragen Sie mal, wie die ihre Bewerbung machen. Die meisten dann sagen, irgendwie werde ich per Zufall mal vielleicht, aber so richtig, auch ich habe da noch was von vor 10 Jahren. Toll! Ja, und dann wundern Sie sich, warum Sie zum Beispiel keine Fachkraft finden. Also ganz oft ist es so, dass die Fachkräfte gesucht werden. Es existieren theoretisch auch jede Menge Fachkräfte, aber die finden nicht zueinander. Die finden nicht zu ihren Stellen. Ja, also die suchen und die gesucht werden, also die gefunden werden wollen, die finden irgendwie keinen gemeinsamen Nenner, um die Kommunikation zu binden. Und da seien Sie ruhig kreativ.
und extrovertiert an der Stelle. Ja, schreien sie hinaus in die Welt, hier bin ich, das kann ich, wer will mich, ja, so nach dem Motto, als da zu sitzen. Allerdings, wenn sie wirklich eine Fachkraft sind, dann wird man schon auf sie aufmerksam werden. Zum Beispiel war es früher, zu meiner Zeit, Studienzeit, das ist ja leider schon wieder 17 Jahre her. Allerdings, heute soll es wohl noch so ähnlich sein, dass die Leute an den Universitäten teilweise vor ihrem Abschluss von der Industrie weggefangen wurden. Durch zum Beispiel Headhunter. Durch zum Beispiel Headhunter oder einfach durch, dass die Firmen halt direkt ihre Stellenanzeigen dort ans schwarze Brett in der Mensa gehängt haben. Kam auch gar nicht mal vor. Und viele sich dann dachten, naja, den Studiengang habe ich jetzt von 9 von 10 Semestern, das qualifiziert mich, der Firma reicht's. Und jetzt sind sie aber gar nicht mehr an der Uni. Aber es würde passen. Man geht es doch einfach mal zu der Uni und gehen sie ans schwarze Brett. Genau, einfach mal in die Mensa ans schwarze Brett. Das geht nämlich auch für Nichtstudenten. Genau, der Firma ist es relativ wurscht. Hauptsache, sie leisten das, was sie auch versprechen. Genau, und kosten nicht so viel. Und kosten nicht so viel. Das Alter ist in dem Moment fast wurscht. Das heißt, sie sind kurz vor der Rente, dann werden sie wahrscheinlich nicht einstellen. Nachdem, um Gottes Willen, einmal eingestellt, werde ich nie wieder los. Oder so ab 40 können sie es auch relativ bleiben lassen. Ja, wenn das noch passt, nutzen sie die Kanäle der anderen. Warum denn nicht? Und deshalb halt eben diese Kanäle nutzen. Und wie gesagt, Fachkraft werden sind sie noch nicht mit einer einfachen Berufsausbildung. Das beginnt erst beim Studium. Erst da ist man Fachkraft. Und je seltener das Studium, Grundregel ist, je weniger Leute in ihrem Studiengang waren, desto besser. Wenn sie nur einer von 1000 BWLern in ihrem Studiengang waren, dann sind sie immer noch keine Fachkraft. Sie sind auch so gesehen eine Fachkraft, wenn sie ihre jahrelange Berufserfahrung in dem Bereich haben und sich bestens damit ausgehen. Dann sind sie bei den meisten Firmen intern in deren Köpfen der Fachkraft. Ja, aber da gerne auch mit irgendwelchen Zertifikaten und sowas nachhelfen, genau, da, die sie währenddessen gemacht haben. Genau, weil die Nachweise, dass sie die Ahnung haben, die sie dort erworben haben. Genau, auf dem Papier sollte es stehen, weil wir sind hier noch in Deutschland. Hören, sagen, ist zwar ganz nett, aber auf dem Papier ist immer noch Gold wert. Weil das einfach, ja, damit habe ich mich dort täglich beschäftigt, das zählt im Geschäftsleben nichts. Oder vielleicht in irgendeiner Marketingbude in Prenzlberg oder Berlin-Mitte, aber... Genau, und jammern sie nicht so viel rum. Man macht vielleicht mal Spaß, den theatralischen Helden zu spielen. Und wegen, ach, mir geht's ja so schlecht. Und dann kommt der Nachbar und tätschelt, ja, hast ja recht. Alle anderen sind doof, nur du bist klug. Ja, da ist das Gehirn auch schon befriedigt, in Anführungsstrichen, weil es bekommt ja Zuwendung. Ändert sich aber an ihrer Situation nichts. Das ist halt das Gehirn. Das ist halt das Gehirn. Das suhlt sich lieber im eigenen Elend, anstatt mal aufzustehen, um was zu verändern. Denn es hat vor nichts mehr Angst als vor Veränderung. Andersrum, es ist auch neugierig. Also das Gehirn mag Veränderungen, wenn sie positiv sind. Ja, das wissen sie aber vorher nicht, ob die das, positiv sind. Eben, das kann das Gehirn vorher nicht abschätzen. Also. Genau, von daher, also es ist einerseits neugierig, andererseits immer so ein bisschen ängstlich. Und das ist doch der Chef dort ein Idiot. Und find da einen Goldbarren oder kommt mir da ein böser Bär entgegen? Ha? Wie mache ich das jetzt? Oder genauso, wenn sie jetzt zum Beispiel zunehmend unmotivierter zur Arbeit zu gehen. Ja? Auch mal ruhig überlegen, der Grund dafür, sind es die anderen oder sind sie das? Ja? Also das klassisches Beispiel, die werden alle immer bescheuerter bei mir in der Firma. Ich könnte da nur noch reihenweise reinschlagen. Das kann auch daran liegen, dass sie sich privat weiterbilden und immer intelligenter werden und die anderen einfach nur seit 20 Jahren den gleichen Stiefel fahren. Oder bei solchen Diskussionen kann man auch sehr schön anfangen mit jeder kennt einen so und so und wer keinen kennt, der ist es in seinem Bekanntenkreis. Ich habe jetzt hier mal mir nicht rausgesucht, was Soziopath oder Psychopath oder sonst was. Genau. Und natürlich gibt es auch Konsequenzen, die Sie vorher überlegen müssen. Also wenn Sie jetzt einen Job wechseln, ja, kann es zum Beispiel durchaus sein, dass Sie jetzt plötzlich auch mal im Außendienst tätig sind. Und natürlich besteht die Gefahr, ja, dass wenn Ihr Chef jetzt eine Knalltüte ist, dass Ihr neuer Chef genauso eine Flachpfeife ist und genauso eine Knalltüte. Natürlich besteht die Gefahr. Die Gefahr besteht, aber wenn Sie jetzt an einem Punkt sind, wo Sie sagen, also schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, egal wohin, Hauptsache weg. Dann haben sie schon mal die Entscheidung getroffen. Das ist nämlich das A und O, davon geht nämlich alles aus. Dass sie die Entscheidung getroffen haben, jawohl, ich will das und das machen. Und dann kommt der ganze Rest. Solange sie die Entscheidung nicht getroffen haben, können sie gerne Luftschlösser bauen. Ja, da wird aber nicht viel passieren.
Ja, das werden die noch ganz, also wenn das jetzt so grob bekannt vorkommt, ja, das sagen auch ganz viele Berater für Existenzgründung. Ja. Sie müssen diesen Schritt, diesen Sprung ins kalte Wasser riskieren. Es muss ihnen klar sein, dass da Veränderungen und ganz viele Aufgaben, aber auch tolle Erfahrungen auf sie zukommen. Aber so die Entscheidung, dass sie das wirklich machen wollen, muss klar, muss feststehen. Genau. Zum Beispiel, wenn sie jetzt Raucher sind, wenn sie jetzt morgens aufwachen und sagen, nächstes Jahr höre ich auf zu rauchen. Das ist doof. Das klappt nicht. Wenn sie morgens aufwachen und sagen, ich höre jetzt auf zu rauchen. Ich will jetzt aufhören. Dann klappt es auch in der Regel. Ja, aber nicht ja, in ferner Zukunft, eventuell vielleicht. Das wird nichts. Genau. So. So, ganz wichtig. Ich gucke mal noch kurz, was ich hier noch notiert habe. Genau, was auch vielleicht die Fragen, die Sie stellen müssen, ist vielleicht das Ausland auch was für Sie? Also wenn Sie sagen, ich bin hier in Deutschland, ich will ins Ausland. Ja, warum denn nicht zum Beispiel in die Schweiz oder nach Österreich? Da sprechen Sie auch oftmals Deutsch, wenn man das jetzt mal so nennen will. Ja, also wäre es kein großes Hindernis, die Landessprache da zu lernen. Aber vielleicht sind ja gerade da solche Leute, dass sie gerade sind, händeringend gesucht. Ja? Also Beispiel, nehmen wir jetzt mal Österreich. Ja? Sie sind jetzt eine Fachkraft für, wir bleiben immer wieder bei Solartechnik. VW fängt jetzt an für Solartechnik. Die Stellen ja, sind überrannt, weil aus sämtlichen auch im Ausland kommen die ganzen Fachkräfte hin, zack, alles dicht. Die stehen da, Mist, hätte ich auch gerne. Jetzt will mich hier keiner. Dann fragen Sie doch mal in Österreich nach. Vielleicht ist da ja auch eine kleine Butze, ja, oder eine mittelständische Butze, die händeringend einen sucht und vielleicht sogar besser bezahlt als VW. Das wissen Sie ja nicht. Ja, also überlegen Sie sich das. Und wenn Sie halt keine Familie haben, dann why not? Bewerben Sie sich doch einfach. Was Schlimmeres als eine Zusage kann ja nicht passieren. Ne? Jo. So, größere oder kleinere Firma, die Frage sollten Sie sich auch stellen. Sie sind jetzt in einem großen Betrieb, Sie sind nur eine Nummer. Ja? Passt Ihnen das? Ist das okay, wenn man so mehr oder weniger unterm Radar die ganze Zeit durchfliegt? Oder wollen Sie schon, dass die Firma Sie wirklich kennt? Ist vielleicht eine kleinere Firma? Ist eine Geschmackssache. Und es gilt die Grundregel, lassen Sie sich nie mit großen Konzernen ein. Aha. Ja, weil das einfach nur menschenverachtende Moloche sind, die einen niemals kennen werden. Dafür sind die Karrierechancen gar nicht mal so schlecht. Da gibt es viele Stufen nach oben. Höchstens, wenn du ein Seitenansteiger bist. Die Aussage hatten wir doch schon sogar von Mitarbeitern eines deutschen Weltkonzerns, der sagt, Karriere kann man hier gar nicht machen, höchstens als Seitenansteiger direkt auf den Job drauf. Ja, als Tipp so nebenbei, wenn Sie jetzt so überlegen, eigentlich bin ich jetzt mit deinem Job zufrieden, es war ein nettes Video, ja, und ein, zwei Sachen klangen auch interessant, aber eigentlich, Job. Ja klar, gibt es da ein paar Sachen, die mich stören und nerven, aber warum soll ich mich da jetzt wegbewegen? Nö, geht eigentlich. Bezahlen könnte natürlich mehr sein, aber Chef hat schon gesagt, geht nicht. Komisch, vor 2 Jahren hat er auch gesagt, geht nicht. Wahrscheinlich wird er nächstes Jahr auch wieder sagen, geht nicht. Aber ach, geht eigentlich der Job. Bewerben Sie sich ruhig. Der Vorteil ist nämlich, wenn Sie sich bewerben, erstens mal kriegen Sie einen aktuellen Stand. Wie ist denn überhaupt die Marktsituation? Werden denn solche Leute, nach dem, was ich suche, überhaupt gesucht? Oder ist der Markt gerade völlig überrannt? Sie aktualisieren mal wieder Ihre Papiere. Genau. Gibt es die Position überhaupt noch? Wird sowas überhaupt noch benötigt? Oder bin ich quasi ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten? Sie aktualisieren sowieso Ihre Daten. Ja, das ist wunderbar. Also, dass Sie jetzt nicht plötzlich, jetzt kommt der Traumjob. Oh, jetzt schnell bewerben. Wo ist denn mein Lebenslauf? Ach du Scheiße, der ist ja 20 Jahre alt. Dann kann ich nochmal von vorne anfangen. Ja, genau. Dann ist dieser Punkt nämlich auch weg. Da schreiben, dann ergänzen Sie den nur, passen Ihr Motivationsschreiben an, ne, für die Bewerbung. Das Anschreiben also, nicht das Motivationsschreiben. Ja, und dazu kommen wir gleich noch. Und da sind Sie relativ zügig mit fertig und das freut Sie auch. So, und vor allen Dingen, Sie bleiben auf dem aktuellen Stand. Was sind Sie denn auf dem Markt aktuell überhaupt noch wert? Das kann zum Beispiel sein, dass Ihr Chef zwar die ganze Zeit behauptet, ne, also, Sie verdienen hier schon über dem Durchschnitt. Stimmt aber gar nicht. Die sind sowas von unterbezahlt. Sie würden jetzt als Neuanfänger einer anderen Firma für die gleiche Position mal locker 40% mehr Gehalt kriegen. Ja, das kriegen Sie sonst so nicht mit, wenn Sie nicht bewerben. Werden Sie einfach mal just for fun. Gucken Sie mal durch, wenn Sie gerade mal eine ruhige Minute haben. Ach ja, das klingt doch ganz nett. Einfach mal bewerben. Genau. Was macht Sinn aus, dass man Sie zum Vorstellungsgespräch einlädt? Und wenn Sie dann feststellen, ja, also so richtig passen tut das eigentlich nicht, weil das Gehalt ist ja doch nicht so, ja, wie ich mir das gerne vorgestellt habe. Ja, dann eben nicht.
Das ist doch voll der Luxus. Und wenn sie sich aus einer festen Stelle bewerben, kommt das sowieso nochmal tausendmal besser an, als wenn sie sich aus der Arbeitslosigkeit bewerben. Zum Beispiel mit peinlichen Fragen und Wochen wollen sie eigentlich aus ihrer Stelle raus. Genau, so und jetzt wird spannend, jetzt wird der gute Video gleich loslegen. Wie sieht denn nun eigentlich ein Lebenslauf aus? Jetzt kommen wir endlich mal zu den eigentlichen Bewerbungsdaten und weg von den Motivationen, warum wir uns beworben haben, worum es die in diesem Video bislang noch ging. Also, ein Lebenslauf. Sie kennen ja vielleicht noch den guten alten Lebenslauf mit Ihrem Foto oben rechts in der Ecke und darunter haben Sie dann alles chronologisch hintereinander weggeschrieben. Von Geburt, Eltern, Beruf der Eltern, Schule, bla, schön chronologisch halt eben, ne? Das ist inzwischen out. Einen sogenannten tabellarischen Lebenslauf. Ein handgeschriebener ist wieder was anderes, auch den gibt es heute, glaube ich, kaum noch. Das macht auch keiner mehr. Die sind zu Recht ausgestorben. Also ein tabellarischer geht erstmal damit los. Sie können ja noch Lebenslauf drüber schreiben. Das Foto oben rechts ist Geschmackssache, können Sie noch machen. Ich persönlich rate ab, da werde ich nämlich noch gleich dazu kommen, wo das hingehört. Und dann geht es erstmal los. Sie beginnen mit Ihren persönlichen Angaben, dass Sie sich quasi auf dem Lebenslauf nochmal kurz vorstellen, wann und wo geboren. Und dann geht es los mit Ihrem Beruf. Denn das ist das Interessanteste, wo hat der Typ zuletzt gearbeitet. Und da fangen Sie immer mit dem Neuesten zuerst an. Genau, so wie es auch bei E-Mails ist, wenn sie beantwortet werden, E-Mail, Antwort, Antwort, Re, Kontra, genau, da lesen sie auch immer die Neueste und den ganzen Verlauf rückwärts. Genauso ist das jetzt hier auch ihre neueste Stelle, die Stelle davor, die Stelle davor. Das war jetzt das Berufliche. Dann können sie da machen, meinetwegen Ausbildung und Weiterbildung. Also alles das, was direkt zum Job inklusive der Bewerbung... Das genau, also die Berufsausbildung, irgendwelche Zertifikate, auch im Job kommen da rein. Wieder sortiert, Neuestes zuerst und danach. Danach können Sie beispielsweise dann bringen Schule und Studium. Das heißt, Sie fangen auf jeden Fall, falls vorhanden, an mit dem Studium. Und dann gehen Sie zurück bis zur Schule. Sie müssen jetzt nicht die Grundschule in Klein-Kleckersdorf mit erwähnen, aber das Abitur wird doch schon recht gerne gesehen. Wichtig ist auch bei den Sachen die Form. Halten Sie sich an ein einheitliches Datumsformat. Wenn Sie wissen, also vom Geburtsdatum jetzt mal abgesehen, das sollte man immer ausschreiben und nicht nur 0481 oder so als Geburtsdatum hinschreiben. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten, wenn Sie zum Beispiel nicht mehr wissen, wann exakt Sie bei der Firma vor 8 Jahren angefangen haben, außer dem Monat, ja, das war halt im Februar, schreiben Sie dann beispielsweise 02/2010 hin. Oder Februar 2010. Oder Februar 2010. Wichtig ist aber, behalten Sie dieses Format für alles andere bei. Inklusive Schriftart. Inklusive Schriftart. Keine Schriftartenwechsel. Die Schriftartgröße kann davon abhängen, ob Sie das alles gerade noch so auf einem Papier eine Seite quetschen wollen oder nicht. Ich würde allerdings auch nicht unter 10 gehen. Und dann formatieren Sie alles gleich, dass die Daten untereinander stehen. Und dann rechts daneben, was Sie gemacht haben. Also, wo Sie waren. Ihre Berufsbezeichnung und auch ruhig ein bisschen, je nachdem wie viel Platz Sie haben, aber ein Lebenslauf darf auch gerne mal über 2 Seiten gehen, was Sie wo gemacht haben. Also zum Beispiel fangen wir mal an, 05/2014 bis 09/2014, da waren Sie SAP-Support-Mitarbeiter bei der Sonso GmbH und haben First-Level-SAP-Support geleistet. Für verschiedene Server in verschiedenen Projekten. Auch sehr gerne wird da gelesen, wenn Sie da Projekte benennen können oder verschiedene Projekte haben. Das ist besonders toll. Und so geht das halt eben weiter. Bei Ihrem Abitur müssen Sie jetzt nicht unbedingt die Leistungskurse noch mit hinschreiben. Es sei denn, Sie bewerben sich für eine Berufsausbildung. Dann wäre es schon günstig. Oder direkt nach die erste Arbeitsstelle nach der Berufsausbildung. Das kommt sowieso dazu, je weiter etwas weg ist, desto uninteressanter wird es. Sie müssen jetzt nicht unbedingt, wenn Sie vor 20 Jahren Abi hatten, an jeder Bewerbung Ihr Abiturzeugnis dran kleben haben. Die Leute glauben Ihnen das auch schon. So, es ist berufsrelevant, ist wichtig. Also zum Beispiel, dass Sie Ihre Berufszeugnisse und alles da haben. Berufsschulzeugnis, Ausbildungsbetriebszeugnis, IHK-Zeugnis und sowas. Oder wenn Sie ein Studium absolviert haben, dass Sie vielleicht auch zumindest das Abschlusszeugnis oder
das Diplomzeugnis der Uni mit beilegen und dann vielleicht auch anbieten, per Link oder sonst was, die Diplomarbeit einzusehen. Das könnte nämlich auch von Interesse sein, nach dem Motto, das ist ja interessant, was er geschrieben hat. Daran forschen wir doch gerade. So viel zum Lebenslauf. Foto kann oben rechts, ganz klassisch, muss aber nicht. Und wo es jetzt hinkommt, sage ich jetzt, denn ich persönlich empfehle, ich habe damit recht gute Erfahrungen gemacht, dass Sie noch ein Deckblatt mitverwenden. Dass Sie sich quasi ein Dokument zurechtmachen, einen gewissen Bewerbungsanhang, können wir den jetzt mal nennen. Und die erste Seite darin sollte immer das Deckblatt sein. Da ist in der Mitte Ihr Foto, darunter steht Ihr Name und Bewerbung als so und so. Also als Tipp, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bewerbungsmappe, die Sie abschicken wollen. Das Ganze halt nur elektronisch als PDF, spielt aber keine Rolle. Bauen Sie es genauso auf, als wäre es ein Buch oder eine Mappe. Die man und bei der klassischen Bewerbung haben Sie ja links auf der Umklappseite Ihr Anschreiben, wo das Anschreiben steht. Und auf der ersten Seite haben Sie dann quasi Ihr Deckblatt von den Vorlebenslauf und den ganzen Unterlagen, den Zeugnissen und dergleichen. Und dieses Deckblatt haben Sie jetzt hier einfach in einem PDF-Dokument auch. Und da schreiben Sie alles mit rein. Wichtig, da schreiben Sie dann Ihre Adresse und Kontaktdaten mit rein. Ein Datum oben, als was Sie sich bewerben. Das aktuellste Bewerbungsfoto. Und das kann jetzt wirklich ein schönes sein. Und schreiben auch alle Dokumente mit rein, die Sie mitschicken. Denn dann ersparen Sie sich unter der eigentlichen Bewerbung, unter der gar nicht mal so viel Platz sein muss, drunter noch diesen Klecks Anlagen, so und so, so und so, so und so, so und so, so und so. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn die Anlagenliste noch ein zweites Blatt mit benötigt. Ja. Das haben Sie sich auf die Art und Weise nämlich wunderbar, ganz elegant gespart. Die eigentliche Bewerbung ist nur Ihr reines Anschreiben. Und das sieht schön sauber aus, endet mit Ihrer Unterschrift. Und alles andere sehen die dann auf Ihrem Deckblatt. Und dahinter kommt dann der Lebenslauf, je nachdem wie viele Seiten es sind. Je älter man wird, desto mehr Seiten werden es. Und dann kommen halt eben chronologisch sortiert die ganzen Zeugnisse. Genau. Ganz wichtig an der Stelle, also ist meine Empfehlung, fassen Sie Tätigkeiten in alten Berufen, die jetzt nicht unbedingt zu dem neuen Job so absolut passen, auch ruhig zusammen. Also meinetwegen, Sie bewerben sich als PC-Techniker vor Ort, für Vor-Ort-Service, und bei dem anderen als Programmierer. Wenn Sie schon mal vor Ort Service PC-Technik gemacht haben, zwei Jobs vorher, dann tun Sie es da detailliert ausformulieren. Und die Programmierarbeiten, die für den Job nicht interessieren, fassen Sie halt stark zusammen. Da schreiben Sie dann halt eben nur tätig als Programmierer bei so und so. Genau, und so auf die Art und Weise variiert tatsächlich Ihr Bewerbungsschreiben und der Lebenslauf und so weiter pro beworbene Stelle. Deswegen, das, was wir anfangs meinen, jetzt nicht mit Textbausteinen, 200 Initiativbewerbungen, alle sehen gleich aus, zack und raus damit, in der Hoffnung, irgendwas wird schon kleben bleiben. Nee, passen Sie es wirklich individuell auf das an, weil versetzen Sie sich einfach mal in die Lage von demjenigen, der das liest. Ja, wenn Sie jetzt ein Bewerbungsschreiben bekommen und Sie stellen fest, ja, da sind 1000 Informationen drin, aber so richtig auf den ersten Blick finde ich jetzt nichts, was passt. Was machen Sie mit der Bewerbung? Erstmal einen Akta legen. Nächste. Zack. Wobei schon der Lebenslauf schon ausführlich sein darf. Natürlich können Sie Stellen, die in der Vergangenheit, wo Sie waren, kürzen. Da müssen Sie nicht reinschreiben, in welchem Projekt Sie waren oder was genau Sie dort gemacht haben. Wenn Sie sich als Programmierer bewerben und früher nur im First-Level-Support waren oder umgedreht. Aber das eigentliche, wovon wir dringend abraten, ist, dass Sie das Anschreiben quasi wie einen Serienbrief gestalten. Da lohnt es sich schon, für jeden Job ein eigenes zu haben. Denn, kommen wir mal zum Anschreiben, den nehmen Sie einfach mal jetzt so weit durch, ne? Genau, ich würde jetzt nur bitten, achte mal noch darauf, was man zusammenfassen kann auf einem Dokument und was vielleicht ein separates Dokument wird. Ach so, na, eigentlich gibt es ja nichts groß zusammenzufassen im Lebenslauf. Also man hat halt seine verschiedenen Punkte, zum Beispiel beim Beruflichen. Und wenn es halt zur Stelle nicht passt, dann schreibt man halt eben nur Programmierer bei so und so und davor halt den Zeitraum und danach dann die nächste Stelle. Also auf gar keinen Fall Stellen zusammenfassen. Nach dem Motto von 2010 bis 2018 war ich im IT-Support bei folgenden Firmen tätig. Auf gar keinen Fall. Und ansonsten, ja, Beruf und Weiterbildung und so, das sind halt eben alles getrennte Abteilungen. Also die müssen getrennt sein.
Ich wüsste jetzt nicht, was es da zusammenzufassen gibt über verschiedene Gruppen. Also Sie können es zum Beispiel trennen, dass Sie sagen, im Lebenslauf, das erste Blatt sind, oder die ersten zwei Blätter als Beispiel, sind nur die Berufe, die man hatte. Und dann kommt ein Stück weißes Blatt, halt, als ob es jetzt da zu Ende wäre. Und auf dem nächsten neuen Blatt kommen zum Beispiel die schulischen Ausbildungen. Ich würde da keine extra Blätter anfangen. Ich hatte ja, wie gesagt, die Kategorien schon aufgezählt. Persönliches, Beruf, Aus- und Weiterbildung, Schule, Studium. Und das geht dann einfach so hintereinander weg in diesen vier Kategorien. Also wichtig an der Stelle, es gibt Dinge, die haben sich so eingebürgert, aber es gibt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also Sie können da ruhig kreativ werden, wenn Sie der Meinung sind, so gefällt Ihnen das, so würde es Ihnen auch Spaß machen, eine Bewerbung zu lesen, können Sie es ruhig so machen. Was allerdings noch lange nicht heißen muss, dass der Personalchef oder der Fachbereichsleiter einer Behörde oder sonst was, dass dem das auch gefallen muss. Also schön, wenn Ihnen das so gefällt, aber gewisse Formen sind schon, haben sich ein bisschen eingebürgert und ja, auch dort gibt es vielerlei Trends und Moden und zurzeit ist halt der tabellarische Lebenslauf mit den Kategorien der heiße Scheiß. Kann auch irgendwann mal wieder anders kommen, dass man alles in eine Liste klatscht und wieder von Anfang nach heute sortiert und nicht von heute nach Anfang. Kann sich alles ändern, aber zurzeit ist es halt eben tabellarischer Lebenslauf mit Kategorien und wir fangen immer mit dem Neuesten zuerst an. Und die Kategorien sind halt so in dieser Hinsicht recht gut sortiert. Es sei denn natürlich, wenn Sie jetzt sich auf einen vollkommen anderen, Sie müssen auch ein bisschen basteln, worauf Sie sich bewerben, hat ja Jasmin schon richtig gesagt. Denn wenn Sie sich jetzt umgeschult haben beispielsweise und bewerben Sie sich auf einen vollkommen neuen Beruf, dann ist natürlich die Berufserfahrung im alten Beruf uninteressant. Dann fangen Sie natürlich mit der Aus- und Weiterbildung, also quasi der Umschulung an und machen das dann chronologisch halt eben als erstes und danach erst den Beruf. Weil die Aus- und Weiterbildung, also die Umschulung, hätten Sie ja dann zum Beispiel auch als letztes chronologisch gemacht. Genau. Also quasi immer mit dem Themengebiet anfangen, was Sie wirklich als letztes gemacht haben. Und danach dann den Beruf und alles andere hinterher oder was auch immer. Genau, und was so Schrägschrift, Dickschrift, Unterstreichung und sowas angeht, haben wir mal ein separates Video gemacht. War, glaube ich, E-Mail-Kommunikation müsste das heißen. Genau. Schauen Sie da mal nach. Einiges geht, vieles ist ein No-Go, dass Sie da nicht ins Fettnäpfchen treten. Da gilt grundsätzlich deutlich weniger ist mehr. Halten Sie sich zurück. Ja, wäre ich soweit durch. Ich hätte jetzt nur noch ein Zitat, was ich am Ende bringen wollen würde. Hast du auch noch was gesagt? Okay, dann wollen wir dieses Video, bevor wir Sie zum Abonnieren und Liken anregen, mit einem Zitat beenden. Von Mark Twain kommt das. Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das zweite ist schwieriger. Ja, das schönste Zitat von Mark Twain ist für mich immer noch: Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben. Und mit diesem ruinierten Rauswerfer freuen wir uns, wenn Ihnen das Video gefallen hat und Sie das mit einem Daumen nach oben uns auch quasi zeigen, dass Ihnen das Video gefallen hat. Für Ergänzungen, Korrekturen immer rein in die Kommentare, dafür sind Sie da. Bitte keinen Shitstorm lostreten. Genau. Aber alles, was anderen Leuten auch hilft, unter anderem auch uns, wir sind ja auch nicht perfekt, ja? Rein in die Kommentare, freuen wir uns selber über Feedback sowieso. Erzählen Sie ruhig weiter, dass es unseren Kanal gibt, wenn Sie mehr Meinung sind. Empfehlen Sie uns weiter. Mensch, die haben ja was drauf, das hat ja Hand und Fuß. Ja, und abonnieren Sie uns, wenn Sie es noch nicht getan haben. Dann verpassen Sie kein weiteres Video. Und drücken Sie jetzt auf Gefällt mir. Ja. Tschüss. Dann bis nächste Woche.